Moin Leute, klein aber auch fein. Heute jetzt hier für euch im Test die Leslie Creepers. Ich finde, es ist ein richtig cooler Klasse 2 Effekt. Ist auf jeden Fall ein bisschen fortschrittlich in der Klasse 2 jetzt mal geworden. Gibt es ja auch schon einige Jahre, ich glaube 2 Jahre oder so gibt es die schon. Die Leslie Creepers halt, für 1,99 € bei Pyroland erworben. Mit einer Gesamt-NM von 15,84 Gramm. Sind so klein, ist ein schönes Packy. Sind immer, glaube ich, 10 Matten oder so. 10 Matten müssten es, glaube ich, sein. 10 Matten, ja. 10 Matten sind es ungefähr. Und ich bin echt gespannt. Ich habe die mal vor 2 Jahren, wo sie rausgekommen sind, mal getestet. Da haben sie sich ja verschlechtert oder vielleicht sogar verbessert. Bin echt gespannt auf den Test der Leslie Creepers. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus und ja, zünden für euch die Leslie Creepers. Geilster Effekt in Klasse 2, meiner Meinung nach. So, Freunde, jetzt für euch die Leslie Creepers, genau. Ja. Ja, geil, hochgeflogen. Jetzt noch 2 Matten, Freunde. Ja, geil. Ja, würde ich sagen, zünden wir noch die restlichen, oder? Die Führung. Ui, unser Holzding ist abgebrannt. Wir haben noch ein paar und da würde ich sagen, zünden wir jetzt noch die restlichen Leslie Creepers. Ziemlich geiler Effekt, Freunde. Sind ziemlich geil. Was sagst du, Leslie Creepers für 2 Euro, ne? Kann man sich gönnen, ich hab's ja auch mal vorgestellt, zumindest nur eine einzige. Geht aber euch. Das ist Retro-Video, peinlich. Deswegen nicht angucken. Und deswegen jetzt nochmal die Leslie Creepers gleich hinterher, Freunde. Nochmal. Ja, Freunde, richtig schöner Effekt. Und hier nochmal beim schönen Schlachtfeld. Nochmal, Leslie Creepers hinterher sind ziemlich geil. Und kann ich echt nur euch empfehlen. Ui. Richtig schöne Teile. Ja, einfach nur geile Bodenwirbel, ne? Das sind wirklich außerordentlich schön, Freunde. Da würde ich sagen, klare Kaufempfehlung. Leslie Creepers für 2 Euro ist echt ein schöner Artikel. Und damit könnt ihr auf jeden Fall auch Aufsehen auf euch erregen, Freunde. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.